Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Haus von Stream heute. Neues Game mit dem perversen Larry. Also, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt von früher. Tut ein bisschen laut, ne? Ja, das ist sehr laut. Ja, also, wie gesagt. Das ist so typisch, ich glaube, 90er Jahre? Also, ich meine, das ist jetzt der neuere Teil. Ich habe auch noch den alten. Und eigentlich müsste man das von früher kennen. Also, früher, glaube ich, gab es das auf dem PC. Bei mir ist so hell, ich konnte noch nicht mal mein Licht hinten anmachen, weil, ja. Und dann hoffentlich kriegen wir das mal ein bisschen hin. Geht schon los mit dem Controller. Hallo? Kann ich auch mal was drücken? Ihr Sprachen, Deutsch, Untertitel, ja, schön, aber kann ich Soundeffekte vielleicht auch? Ah. Ja, Umgebung, Musik, nein. Die wollen wir mal ein bisschen runter machen, ne? Ja, und ich sehe mich schon da drin, dass das Safe wieder irgendwo landen wird. Was ist denn Epilog? So. Nein. Nein. Neues Spiel. Ja, ist alt genug. Ja, ist alt genug. Also auf jeden Fall bin ich da immer nicht weitergekommen. Ich glaube, ich habe das damals auf Computer gespielt. Ich fand das so, schon damals fetzig, so. Der perverse Larry, der überall übers Boot gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch ist mit Boot oder so. Ich habe keine Ahnung, deswegen let's go und wir gucken mal. Ich habe mir das anders überlegt. Schieß los. Was ist ein Competition Pro? Boah, Alter, jetzt wäre ich schon direkt aufgeflogen mit der Frage, ne? Ich sag Wettkämpfe. Oh, okay, kickt mich gleich raus hier. Was ist denn das? Warum rennt Lola? Lola kenne ich noch von früher. Hä? 100 Mark zu beschaffen? Wie sagen wir das? Ah. Was sind das für Fragen? Ja! Weiß ich? Ich glaube, cool. Ja, David Hasselhoff doch bestimmt nicht. Ich sage jetzt, ich bin zu jung für das Spiel. Nee, alt genug für das Spiel. Fragt er mich dann. Boah, Alter, das geht jetzt schon los mit den Fragen, ey. Oh! Ich kacke jetzt ja schon ab und komme noch nicht mal ins Game rein, weil ich zu doof bin, Fragen zu antworten. Muss ich gleich nachgoogeln, oder? Wer ist welche für Magic? Ich habe keine Ahnung. Ich muss raten. Machen wir mal Visions. War klar. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn, wenn man jetzt macht, man ist zu jung für das Spiel? Ich blamier mich hier voll, ne? Was ist denn Osttimor, Osterus? Wir machen mal. Ich bin eine Katze, die. Ah, okay, du kommst nicht weiter. Okay, und zu Jungfisch mir auch, ja. Okay, mehr als alt genug, dann bleiben wir dabei. Ja, alle Optionen hier auschecken, ne? Ich komme noch nicht mal ins Spiel rein, weil. Wir können es aber auch überspringen, wie ich da oben sehe. Aber nee, ich will es auch schaffen, ne? Wetten das. Ja, das. Also das, wenn wir das jetzt nicht wissen, ne? Aber wie hieß denn der noch? Wolfgang Lippert, glaube ich nicht. Ey, da muss ich. Moderiert kurzzeitig. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nur von Dings. Warte, da muss ich. Damit. Ich google jetzt nach, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe.
Wetten, das eigentlich immer nur geguckt, wenn der. Jetzt fällt mir auch der Name von dem Lockling nicht an. Ich blamier mich hier voll. Aber sowas von. Das, jetzt zeige ich mir Sportwetten an. Markus Lanz? Ja, aber das ist nicht. Ja, genau, Markus Lanz war, aber der ist nicht als Auswahl, ne? Nee. Günther Jauch? Nee. Jan Böhmermann? Alter, wie viele waren denn dabei? Krass. Thomas Gottschalk, jetzt. Oh, ich kam nicht auf den Namen. Peinlich. Ja, aber wer ist denn das doch gewesen dann? Da müsste ich schon wieder raten. Schauen wir das auch mal hier irgendwie was. Sondersendung. Ja, ey, Alter, wenn das jetzt eine Sondersendung war, dann wäre es ja für den Arsch. Konzept. Ich habe eine Laufnase. Ich kenne gar nichts von den Namen. Also, Wolfgang Lippert, ja. Ja, Wolfgang Lippert. Recht. Warum nicht gleich der erste Gedanke, ne? Es ist wie beim Führerschein, ey, Alter. Die erste ist die richtige. Name des Museums Viva ist eine Abkürzung für. Alter, weiß ich auch nicht, Digga, weiß ich nicht. Kennt ihr überhaupt noch Viva? Ich weiß nicht, ob die Fragen darauf basiert sind, wegen dem Spiel, ob das jetzt alles älter ist oder nicht. Aber Viva ist ja damals der Musiksender gewesen. Gibt es überhaupt Viva noch? Das ist gar keine Abkürzung. Ich sage einfach, das ist keine Abkürzung, weil ich glaube nicht, dass es eine Abkürzung ist. Nein! Was? Oh. Weiteres Ratespiel mit Jessica heute Morgen. Mit ihren Haaren. Also, du bist alt genug. Lass uns eher. Wer tötete Mr. Burns? Oh. War das nicht Smithers? Ich sag Smithers. Dunkle Ahnung, Krusty, aber ich dachte Smithers. Echt nicht? Oh. Ja, wir haben ja 100 Versuche, ne? Irgendwann bannt er uns hier raus, der Larry. Was ist ein Tamagotchi? Haha. Ja, genau, eine wie virtuelle Meditationskerze ist richtig. Nein, ein virtuelles Haustier. Das sind ja Fragen von früher, rein theoretisch, ne? Muss ich die wissen. Was ist ein 400. Wollte ich schnell kommen, ja, von schnell. Ein Moped. Alle Mutterngröße. Ey, das kann doch alles sein. Google verrät uns vielleicht die Antwort. Alter, ich kann die ersten Fragen schon wieder nicht. 468. Wir geben das mal so ein und mal gucken, was bei rauskommt. Mit ER und natürlich, ne? Oh, das war wirklich ein schneller Computer? Kann ich gar nicht glauben. Wie viele Fragen kommen denn noch? Das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre ein Moped gewesen oder eine Mutter. Ich habe natürlich keine Hilfe hier, ne? Das weiß ich überhaupt nicht, weil Star Trek habe ich gar nicht geguckt. Wie ist der Barkeeper? Da muss ich nachgucken. Barkeeper? Es gab eine Fernsehserie? Ne, da bin ich auch raus. Also Star Trek, Barkeeper, gehen wir mal ein, ne? Nee, Star Trek und sowas ist gar nicht. Sag mal, sind wir hier bei Wer wird Millionär? Ja, ich sag ja immer, Google hilft, ne? Weil. Meistens, wenn man nur so Stichworte eingibt, dann findet er das ja auch sofort. In diesem Falle nicht. Ja, hier. Öffne dich, du Seite. Expressantworten.
Was, Quark, Joghurt, Eiran? Okay, hier auch meine Antwort. Nicht Armin Schimmermann. Oh, Alter. Also die ersten zwei Fragen. Okay, ja gut, aber jetzt da? Ich gebe nochmal Dieb. Ich weiß ja nicht, wie viele Fragen noch kommen, ne? Jetzt ist schon. Guten Morgen, Patrick. Weißt du die Antwort? Ich kacke jetzt schon an den ersten Fragen ab. Ich habe Star Trek nie geguckt. Das ist voll unfair. Was hat das mit Erwachsenen zu tun? Mach doch nicht diesen. Nein, mein Headset soll nicht ausgehen. Das ist doch eine Verarsche. Ich finde das nicht bei Google. Ich finde halt nur nichts anderes. Abkürzung DS9. Ja, Abkürzung. Und draußen teeren sie die Straße. Ich hoffe, das hört man nicht so doll. Der Rüttler ist da nämlich gerade im Gange. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch nicht die Antwort. Dann werde ich es wieder falsch machen. Profundum. Ich sage jetzt mal Rahmen. War klar. Danke dafür. Ah, nein, das ist falsch gedrückt. Jetzt müssen wir wieder drei Fragen machen. Ne? Ja, ich habe auch kein Star Trek geguckt. Ich habe keine Ahnung. Es sind Fragen, Alter. Also ich denke mal, wenn man sagt, man ist nur alt genug, dann kommen vielleicht ein bisschen einfache Fragen, aber ne, da nicht. Wer weiß denn sowas? Lukas Podolski kann das ja schon mal nicht sein. Ich rate jetzt. Der hätte ich bestimmt auch nachgoogeln können. Habe ich auch nicht geguckt. Ich gucke kein Fußball. Lautet der Name von Nintendos exzentrischen Konsole. Game X, Virtual Boy, Mario CD, POV. Ich denke jetzt so an Game Boy X, aber das ist bestimmt falsch. Ach, ich komme hier heute nicht mehr. Ich komme heute nicht mehr ins Spiel. Die Fragen kicken mich schon. Hättest du es gewusst, Patrick? Das ist voll schwer. Hier, guck, wer ist der Protagonist von Metal Gear Solid 2? Was weiß ich? Das ist zu schwer. Das ist doch wirklich zu schwer. Für eine einfache Frage. An welchem Test scheitert der frühere? Affentest, Schlangentest, Elchtest. Also ich glaube, Schlangen- und Affentest kann man ausschließen. Also das sind Fragen, ne? Krass, oder? Jetzt ist der Chat-Dings im Weg. Moment. Ich muss mal kurz. Da kommt ja noch mal jemand dran und hilft bei den Fragen. Ich glaube zwar nicht. Chatbox mal kurz woanders hinpacken. Leck mich am Arsch, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich habe das dunkle Erinnerung, dass die A-Klasse bei irgendwas versagt hat. Aber ich weiß nicht mehr was. Wie heißt das? Test. Wie heißt denn das? Test Crash. Dummy. Ich? Das weißt du? Ich vertraue dir. Alter, das ist nicht so schwer alles. Okay, ich. Naja, gut, Schlange und Affe ist ein bisschen unrealistisch, aber ja, man könnte auch eigentlich mal nach der Logik gehen, ne? Echt zufolge trägst du.
Eisgekühlten Bomolona heißt, würde ja trinken sein. Die perfekte Welle? Nein. 99 Suftballons? Keine Liebe in dir. Ich glaube, da wären mehrere Antworten richtig gewesen. Singapore Sling ist. Was? Cocktail oder Nachtvogel? Ja. Das sind doch Fragen, Alter, das weiß doch kein Mensch. Das ist doch nicht normal. Stell mal vor, na gut, das Spiel ist eh nicht für Minderjährige, glaube ich. Ah, Moment, da will ich aber gleich mal gucken, ne? Ich bin einfach nur wieder doof. Ah, ist ein Cocktail, ne? Ist ein Cocktail. Ich will mal kurz gucken. Ab wann ist Larry PS4? Ich will mal wissen, was für eine FSK-Version. Guck mal, hier gibt es Wet Dreams, auch FSK 16, aber das Spiel ist FSK 18. Ja. Ja, wer wird feucht? Natürlich Larry. Jetzt kommt noch eine Frage. Was war in dem Koffer der Marcellus Wallace entwendet worden? Wer ist Marcellus Wallace? Le Big Mac. Le Big Mac. Meine Seele. Ja, jetzt ist man hier. Aber ich gebe ja nicht so schnell auf, sonst hätte ich es schon überspringen gemacht, ne? Ich bin ja nicht so. Marco Marcellus, ich weiß auch nicht, wer Marcel ist. Ist es aus irgendeinem Film? Das Problem ist immer, weil es peinlich ist, weil man sich blamieren. Wenn man keine Ahnung hat, ne? Ah, Pulp Fiction. Ja, dann natürlich The Big Mac, oder? Jetzt weiß ich, okay. Das war der Name von dem Schauspieler in dem Film. Nein, nicht der Real Name, sondern der Spieler Filmname. Da geht's heute alles, ne? Jetzt wird hier noch die 30er angeschwommen. Was war im Koffer? Die Seele. Angeblich die Seele. Okay. Weißt du, wie lange das her ist, wo ich Pulp Fiction geguckt habe? Ich habe es geschafft! Yay! Oldschool. Ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Du willst doch. Alle dachten, er wäre vergessen. Und viele Auch sagten, Pöckchen, das sei Chatroom. auch besser so. Ja. Doch der prophezeite lebt. Er wird kommen. Die Alpakas werden sich vor ihm verneigen. Ich pack's hier und natürlich nicht fest. nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Ja, noch den Text lesen hier, ne? Kennst du das Spiel eigentlich, Patrick? Hallo? Oder kennst du Larry im Allgemeinen? Hey Süße, warum hast du das Licht ausgemacht? Wo bist Jetzt geht's du? los. Oh, das fühlt sich doch an wie dein. Au! Oder auch nicht. Und warum liegen wir nicht mehr im Bett? Wo ist das Bett überhaupt? Ah, da ist er. Süße? Süße. Die hat sich wohl verkrümelt. Typisch. Wo bin Typisch ich denn Frau. jetzt schon wieder gelandet? Müde Ah, Haar. die Suche nach Liebe führt einen an die seltsamsten Orte. Und die meisten sind stockfinster, Entspannt, wo gelandet feucht ist. und dunkel. Nee? Kennst du Ich nicht? sollte erst mal Licht anmachen. Also das Ding ist, Larry ist so richtig oldschool. Das ist so, den kennt man schon aus den 90ern. Das Spiel ist allerdings neu. Also ich weiß nicht, von wann das ist. Aber Larry gibt es schon seit Ewigkeiten. Und Larry ist quasi, wenn man ihn so beschreibt, ist er so ein kleiner Schmutzfink. Der versucht jedes Mal irgendwie alle Mädchen irgendwie. Er ist auf jeden Fall ein kleiner Schmutzfink. Wann war denn die Erstausgabe? Also wirklich sehr sexuell, das Game. FSK 18 halt, ne? Ah, wo steht denn das erst? Bereit für Runde 2. Ja, das ist eher, wie gesagt, das der zweite Teil.
Habe ich ja schon gesagt, danke dafür. Wo steht das hier? Futures 5. Da, da. Erst erscheint 18. Mai 2021. Und dann haben wir, wie gesagt, noch der erste Teil. Der muss wesentlich früher, also den gab es damals schon für PC. Der hieß aber auch Wet Dreams Twice. Also ähnlich wie das jetzt hier. Muss alles nachgucken. Nee, das ist der von 2021. Ah, okay, gut. Das heißt, es gibt's gar nicht. Also das heißt, die zwei Spiele wurden anscheinend 2021 rausgebracht. Was weiß ich? Keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall damals schon das Spiel auf dem PC. Wie Shaun das Schaf? Hä? Nein. So, was haben wir denn jetzt? L1 Gegenstände durchschalten. Durchschalten, okay. Ausgewählte Gegenstände benutzen. Anschauen. Abbrechen, zurück. Genau, wie immer. Interagieren, bestätigen. Eigentlich so wie immer. Bewegen. Okay. Das Ding ist, es ist ja jetzt dunkel. Ach so, ja, und Larry ist eben halt so, dass du Sachen machen musst die ganze Zeit. Und ich komme, wie gesagt, meistens nicht weiter. Vielleicht müssen wir auch irgendwas durchsuchen. Was ist das andere Päckchen? Ach so, nein, weiterspielen. Aha, okay. Also R1 allerdings. Ja, aber was kann ich jetzt hier machen, ist die Frage. Ich drück mal einfach. So, da geht's schon los. So war das früher auch schon mit mir. Habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden bei der Steuerung? Also X war doch irgendwas interagieren. Und L1 war doch irgendwas. Muss ich irgendwas mit dem Cursor machen? Oder muss ich hier drauf drücken? Nee. Also mit dem linken Analog kann ich ihn bewegen und aha, okay. Fahrstuhl, da haben wir es doch. Ah, das heißt, mit dem linken muss ich quasi da drauf zeigen und mit dem rechten, nee, umgedreht, mit dem linken kann ich mich bewegen, mit dem rechten muss ich drauf zeigen. Okay, wollen wir jetzt erstmal durchsuchen? Ach nee, das geht gar nicht. Ah. Genau, und dann sagt er nämlich immer irgendwelche Texte zu, genau. Was ist Verdammt. das für ein Ding? Nutzen wir den doch, oder? Was ist das für ein Ding? Dann geht das nicht. Was ist das für ein Ding? Scheint nach oben zu führen. Ja, dann geh doch rein. Das kann nicht alles dann sein. Guck mal weiter. Es ist genauso schwer wie früher, ey. Leck, Romeo. Aha. War da was? Außer der Fahrstuhl? Nee. Da wird ja wohl nichts sein. Ist nur der Fahrstuhl. Aber wie kann ich denn da interagieren? Was ist das für ein Ding? Ah, Schalter. Ausgeschaltet. Was ist das hier für ein Ort?
Rolltafel. Gucken wir uns an. Da scheint etwas zu sein. Das ist quasi so ein, wie nennt man so eine Art Spielart? Scheint eine Art Hightech-Labor zu sein. Bin ich entführt worden? Und vor allem, von wem? Das ist ein Game, wo du irgendwas immer machen musst und drücken wir nochmal den Schalter, ne? Der macht nichts mehr. Achso, okay. Ah ja, stimmt, den haben wir nochmal. Scheint eine Art Hightech-Labor zu sein. Okay. Kann ich dann da irgendwas drücken? Ah. Das hat irgendwas bewirkt. Das hat irgendwas bewirkt. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum ich irgendwann immer nicht weitergekommen bin. Weil, so jetzt müssten wir eigentlich rein tödlich. Was ist das für ein Ding? Immer noch nicht? Scheint nach oben zu führen. Okay. Ich dachte, wir könnten den jetzt benutzen. Sicherungskasten. Scheint eine Art Hightech. Achso, das war der. Da fließt viel Strom durch. Ja, da fließt viel Strom. Okay. Kann man den jetzt nochmal drücken? Haben Sie Experimente an mir gemacht? Ach, und vor allem. Nee. Ich fühle mich so, als hätte ich ewig so, geschlafen. Doch. Das ist ein anderer Text. Ah. Ah, Tageslicht. Jetzt. Jetzt. Das muss eine harte Nacht gewesen jetzt sein. Jetzt können wir, ja. Alles so verschwommen. Aber jetzt ist ein neuer Tag. Heute scheint die Sonne nur für. Larry Leffer! Ah, der kleine Casanova, ey. Und so geht das eben halt die ganze Zeit. Und da muss auch manchmal bei Frauen irgendwas aufdecken. Und dann sieht man manchmal ganz schön viel da. Also Bubis und so. Oder auch nicht. Oder nicht. Mich den ganzen Tag verschlafen? Auch gut. Das heißt, es ist eine weitere heiße Nacht für. Larry Leffer! Aber wieso heißt der Larry Leffer jetzt hier? Lasered kenne ich immer. Was war das denn? Scheint so, als wäre der Lift hinüber. Steht wohl nicht mehr unter Strom. Anders als ich. Guck mal, der Perverse! Sei doch, der Perverse! Ja, steht unter Strom, die Salbe. Sieht etwas anders aus, als ich in Erinnerung habe. Hm. Und das Ding ist, mir wird es natürlich schwierig, je größer das ist, Ubis, genau, je größer das, das Bild und so, desto mehr kann man machen. Also das heißt, Picker Busch, das heißt, man muss alles gucken. Der Busch, den ich je gesehen habe. Der schönste Busch, den ich je gesehen habe. Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Und das sind immer so Hinweise, die auf irgendwas natürlich führen, was man da machen kann, ne? Das heißt, wir müssen uns erstmal umgucken. Vor allem, weil da steht Fuag off. Da steht Fuag off. Aha, das ist Schaufel? Nee. Die kann man nicht benutzen. Okay. Ich weiß, dass es kein Ei. Beam mich hoch, Scotty. Hm. Ist wohl gerade auf. Ja, okay. War klar. So, wir können wahrscheinlich hier rein, nehme ich mal an. Aber wahrscheinlich noch nicht sofort, oder? Ein Flyer für eine Band namens Kraftwerk. Kraftwerk. Hier hängen ein paar Flyer, aber da ist nichts dabei. Versteht man noch nicht, ich hasse L1, R1. Bisher kann ich ja alles so machen. Ich gucke mal noch weiter, bevor ich in die Bar gehe. Ein enges Gitter. Irgendwas funkelt da unten. Diamanten. Ah, das bekomme ich nicht herausgehoben. Warum denn nicht, Larry? Das quillt über. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Nein, nicht. Ne, da kann man auch nicht weitergehen. Okay. Ja, dann gehen wir mal in die Bar, ne? Wenn die nicht verschlossen ist. Doch. Haha. Rasieren hilft. Und dann kommt dieser mega heiße Typ auf mich zu. Du musst nicht von mir in der dritten Person sprechen, Baby. Und dann gucke ich ihn mir genauer an und denke nur so, hallo, wieder, ey. Die Klamotten gehen gar nicht. Hey. Wieso rasieren hilft? Ich verstehe gerade nicht. Warte mal, hä? Mich quatscht hier so ein creepy alter Sack an. Ich melde mich später wieder. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie Lefties? Naja, die Bewertungen haben mich nicht hergelockt.
Die Bude hat nur ein Like bei Instagram und einen halben Stern bei Gulp. Instagram und Mega-Downer. Aber sie soll der übernächste Geheimtipp der Stadt werden. Zumindest ist hier alles schön umfasst, Retro, ne? Und Vintage und so. Guck dir den Dreck an. Der wirkt richtig echt. Da kann der Salon de Lézard nicht mithalten. Salon de Lézard. Ich bin Becky Butter. Aber das weißt du sicher. Du siehst wie einer meiner typischen Follower aus. So, jetzt, was machen wir jetzt? Patrick, willst du damit sagen, dass auf Männer in weißen Eingang sind? Ich habe... Wir müssen natürlich pervers bleiben, oder? Was sagst du? Ich würde sagen, willst du damit sagen? Ja, ne? Läuft. Ist der Chat schon wieder verspätet hier bei mir im Stream? Nee. Wahrscheinlich wieder zeitverzögert und so. Ich mach mal. Willst du damit sagen, dass du auf Männer in weißen Anzügen stehst? Mhm. Ich bin Larry. Larry Laffer. Hm. Ey, meine Community lässt gerade nach. Ach, wegen dem Busch. Mein Channel könnte ein paar Likes vertragen, sonst verliere ich Traction. Was ist denn jetzt Traction? Hast du Schmerzen? Genau. Channel, Schmerzen. Community. Lebst du in einer Kommune? Ich kann ein paar dieser Version nicht ganz einordnen. Was nehmen wir denn jetzt? Ich würde sagen, Traction, hast du Schmerzen, oder? Ja, pervers ist immer gut, das war klar. Traction? Hast du Schmerzen? Oder benutzt du gar kein Instacrap? Instacrap? Du bist eher in der Altersgruppe, die auf Verschwörungstheorien auf Facebook steht, oder? Facebook? Und was für eine Score hast du auf Timber? Ich meine, Timber! Du bist ungefähr, weiß nicht, 50 Jahre zu alt. Aber ich habe gehört, dass es auch ein paar Senioren nutzen. Aber die sind eher bei Parshit oder Elite-Falter. Ich finde, das sind ja nur so oberflächliche Anwender. Parshit oder Elite-Falter? Ich komme ja viel rum und das merkt man. Nächstes Jahr gehe ich zum Scorching Dude Festival wegen der Openness der Menschen. Wie geil! Es soll hier ein ganz neues Craft Beer ausgeschenkt werden. Selbstgebraut. Total analog mit den Händen und so. Wäre super für ein Selfie. Hey, ich kann dir so ein Craft Beer holen. Craft Beer. Oder halt das. Wenn sie auch besonders abgefahrene Varianten haben, will ich davon was. Du weißt schon, mit Pumpkin Spice oder Lemon Cobra. Klar doch. Also okay, er geht jetzt zum Barkeeper wahrscheinlich. Da brauchen wir sie ja nicht mehr anzu. Schon der sprechen. Anblick löst bei mir unheilbares Samstagnachtfieber aus. Das ist so lustig. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einem das Glasauge. Das ist der Barkeeper. Dartpfeile oder fliegende Zahnstocher. Aha, das ist wichtig. Jetzt haben wir ein Item quasi zum Benutzen. Wirkt überwiegend tot. Nein, das nehme ich nicht mit. Nein, das nehme ich nicht mit. Ja, das ist auch so. Man kann hier Sachen mitnehmen. Toilettentür, okay, da machen wir später. Weil manchmal muss man auch Sachen kombinieren. Das ist immer sehr schön. Warte mal, bevor wir zum Fahren drücken. Gucken wir nochmal was. Hinterzimmertür. Okay, wir drücken erstmal zur Farm, bevor wir mit ihm schnappen. Auf dem Zapfhahn steht Barbarenbräu, Schutzmarke. Finger weg! Daraus kommt mein Barbarenbräu. Das zapfen nur Profis wie ich. Lefty lebt seinen Traum. Was darf's sein? Larry, bist du es wirklich? Ja, immer noch einzig, niemals artig. Sehr. Ja, immer noch einzig, niemals artig. Ach, du bist es. Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Und du bist keinen Tag älter geworden. Irgendwie siehst du sogar besser aus als früher. Nicht mehr so knubbelig. Wir haben uns gefragt, wohin du gegangen bist. Einige meinten, du hättest dich auf eine exotische Insel zurückgezogen. Ja, andere glaubten, du wärst ins Kloster gegangen.
Ja, und einige sagten... Ins Kloster vor allen Dingen, ne? Nee, ich sag nur, ich hatte nur exotische Krankheiten. Ich hatte nur exotische Krankheiten. Offenbar hast du auch immer noch deine unheilbare Geschmacksverirrung. Aber jetzt mal ehrlich, Larry. Was ist mit dir passiert? Ich war auf einem Date mit, wie hieß sie noch? Jedenfalls sind wir zu ihr gegangen. Ich hätte mit dir im Hinterzimmer sagen. Oder zu mir. Verwerfen. Oder in ein Hotel. Und dann... Ich will nicht sagen, dass es Aliens waren. Nee, sagen wir so, Handschellen natürlich, ne? Wir machen ja einen auf pervers. So, die Handschellen am Bett waren ziemlich fest. Ja, mache ich auch so. Hilft gegen Schlafwandeln. Das hier stört. Also müssen wir doch was anderes sagen, okay. Dann sage ich Aliens. Ich will nicht sagen, dass es Aliens waren, aber es waren Aliens. Ich will gar nicht wissen, was sie mit deinen Körperöffnungen gemacht haben. Unter uns gesagt, okay. Ich weiß nicht, also ob mal wir Sex hatten oder nicht. Unter uns gesagt, du siehst immer noch wie eine Jungfrau aus. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Tröste dich, Larry. Heutzutage blickt überhaupt niemand mehr durch. Als wenn er der bekannt ist für was anderes. Ja? Irgendwas stimmt hier nicht. Ein leuchtendes Rechteck. Becky hat von Instagram erzählt. Nö, dann Becky hat von Instagram, Timber und anderen Sachen erzählt, von denen ich noch nie gehört habe. Moment. Larry, dir ist doch schon klar, dass du ewig lange weg warst. Wie meinst du das? Du warst komplett von der Bildfläche verschwunden. Jahrelang. Wie meinst du das? Haben wir etwa schon 1990? Oder etwa 2000? Siehst du? 1990, sag ich doch. Ist das Rechteck eine Fernsteuerung für einen Raketenrucksack? Sind wir auf dem Mars? Nun, also, wir sind im Jahr... komm mal näher. Ja, das ist so. Jetzt bin ich, ja, 2021. Oha. Okay, ich bin im 21. Jahrhundert. Viele Menschen, die ich kannte, sind tot. Alles hat sich verändert. Diese Welt kenne ich nicht. Entdecken. Ach, egal. Ich habe immer noch mein gutes Aussehen, meine blendende Ausstrahlung und in der ganzen Stadt den größten. Das hier ist ein Familienetablissement. Überhaupt nicht überschwinglich. Okay, wir haben irgendwas auf unser... was war das Touchpad? Wo ist denn der Joystick hin? Kann ich da klicken? Da. Ach, das sind die Dartpfeile, okay. Ich bin dafür, ich glaube, dass wenn wir sie ansprechen, irgendwas passiert, was unnötig ist. Gehen wir mal zum Hinterzimmer gucken. Da geht es zu den Toiletten. Toiletten. Verschlossen. Wie meine Highschool-Date. Wie mein Highschool-Date. Ich weiß nicht, ob wir erst mit Becky sprechen oder nicht. Ich will natürlich gucken, was im Hinterzimmer ist. Dahinter war doch immer... Es fällt mir gerade nicht ein. Das ist mein Waschraum. Ich meine die Brauerei. Ah ja. Er ist verschlossen. Okay, es geht noch nicht mehr. Okay. Okay, okay. Dann klicken wir nochmal Becky an. Dieses leuchtende Ding in ihrer Hand scheint sie sehr zu interessieren. Das leuchtende Ding. Ach so, was ist nochmal das Bier? Genussraum. Wie wäre es, wenn wir endlich, du weißt schon, zusammenkommen? Außer mir. Warum guckst du andauernd auf das leuchtende Ding bis später? Nee. Natürlich. Genug Smalltalk. Wollen sie auch reisen, ne? Wie wäre es, wenn wir endlich, du weißt schon, zur Sache kommen? Du meinst, wir sollten uns verlinken? Also körperlich. Was? Was? Achso, okay, das war.
Nicht das Richtige. Oh, das ist sicher auf jemand aus. Weiß nicht, ob das mit dem Bier interessant ist. Ich mach mal Warum guckst du dauernd auf dieses leuchtende Ding? Ich weiß. Das ist total veraltet. Schließlich kommt in ein paar Stunden schon das neue Modell raus und ich sollte mich mit diesem Ding hier gar nicht mehr blicken lassen. Ich mache dann einen Livestream von der Schlange beim Laden. Ich bin Livestream. Total excited. Aber was da immer für hässliche Nerds abhängen. Ja, richtig, Patrick. Du musst auch mal was anderes spielen, ne? Außer nur die anständigen Spiele. Da mache ich natürlich, bei mir ist auch was excited. Bei mir ist auch was excited. Ja, echt jetzt. So excited. Ich bekomme schon die ganze Zeit total liebe Messages. Meine Community ist schon ganz heiß auf das neue Modell. Okay, das war's auch nicht. Dann sage ich, wartest du hier auf jemanden außer mir? Wartest du hier auf jemanden außer mir? Naja, mein Timber-Date kommt wohl nicht mehr. Der Typ hat mich wohl versetzt, ey. FML. Echt dumm. Dieser Lance macht auf Bildern echt was her und wäre super für meine Selfies. Okay, dann jetzt. Was ist das nochmal für ein Bier, das du möchtest? Ein Craft Beer. Frag den alten Kerl an der Theke danach. Hat so einen komischen Namen. Klingt total wild. Geht klar. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwie weiterkommen. Mit dem... Bis später. Mit dem Lefty. Was ist, wenn ich jetzt aber eigentlich nochmal das benutze? Finger weg! Daraus. Okay. Es muss noch was anderes hier gehen. Außer Lefty. Gucken wir mal. Immer noch die schönste Frau aller Zeiten. Schlecht ausgerüstet. Das ist gut so, wie es ist. Manchmal muss man auf die Straße gehen. Manchmal muss man... Warte mal. Den Busch mit den Dartpfeilen? Nee. Ich glaube, das ist eher noch irgendwas. Lefty lebt. Das ist eher irgendwas. Was ist, wenn ich... Nee, okay. Kann ich dir helfen? Also... Ah, okay. Siehst du, da kommen wir weiter. Da kann ich nichts für, Patrick. Konzentriere dich auf die Straße. Ihr gammelt da bestimmt sowieso wieder rum auf der Baustelle, ne? Schönes Wetter. Sonst hätte es ja keine Zeit, Stream zu gucken. Weil du es verpasst? Nee, ich glaube, das deutet darauf hin, wegen dem 21. Jahrhundert. Hätte gern zwei Bier. Ich hätte gern zwei Bier. Eins für Becky? Ja. Gut, die ist eine von diesen verdammten Hipstern, die Stadt überschwemmen. Nennt sich selbst eine Influencerin. Ha! Früher musste ich draußen ein Schild hinstellen, dass es hier Bier gibt. Heute muss ich dafür sorgen, dass so einer ein Foto davon auf Instagram postet. Er weiß überhaupt gar nicht, worum es geht. Bitte sehr. Zwei Barbarenbräu. Mit Barbarenbräu. Obwohl das Gesundheitsamt das nicht zu schätzen weiß. Schreib's mir auf den Deckel. Gut, dass ich deinen aus 1987 immer noch habe. 1987. Larry, sag mal, hast du eben die beiden Biere in deine Jacke gesteckt? Ja, klar. Klar, das mache ich schon immer so. Mit allen Sachen. Darf man das heutzutage nicht mehr? Ah, schon gut. Der kann jetzt immer noch mal fragen. Was so in Lost Wages verpasst? Lost Wages? Larry, du bist in New Lost Wages. Du scheinst dir ja heftig den Kopf angeschlagen zu haben. Okay, okay. Ah, was ist mit den Raketenrucksäcken? Was ist mit den Raketenrucksäcken? Sind alle explodiert. Schade. Habe ich Rückensäcken gesagt? Habe ich nicht gesagt, ne?
Gibt es inzwischen einen Sexroboter? Gibt es inzwischen Sexroboter? Nein, wir schlucken Pillen, um einen Orgasmus zu bekommen. Ah, schön Viagra. Ich... Ganz ruhig, Larry. War nur ein Witz. Auch im 21. Jahrhundert haben wir noch Sex. Wenn auch noch keine Roboter. Neue Welt erzählen. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Da geht einiges ab im 21. Was ist tot? Punk ist tot? Was kannst du mir noch... Manche Leute glauben, man müsste sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf schütten, bevor man Geld spenden darf. Was kannst du mir noch... Synthesizer-Musik ist nicht mehr ganz so angesagt wie früher. Was kannst du mir noch... Jugendliche essen Waschmittel, um cool zu wirken. Es gibt bestimmt immer so weiter. Kannst du mir... Computer hat man inzwischen meistens in der Hose bei sich. Was kannst du mir noch... Space Shuttle und Concorde gibt es nicht mehr. Was kannst du mir noch... Kein Mensch spielt mehr Adventures, sondern so Sachen mit explodierenden Süßigkeiten. Candy Crush... Habe ich nie gespielt, ne? Aber kenne ich. Was kannst du mir... Du bist modisch fast schon wieder auf der Höhe der Zeit. Was kannst... Katzenbilder sind eine neue Religion. Was kannst du mir noch... Ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was du... Was kannst du mir... Ich glaube, ich habe... Ja, okay, gut, jetzt geht's nicht mehr weiter. Bis später, Lefty. Stay a while and listen. Achso, alles auf Englisch, ne? Okay. So, jetzt müsste doch was mit Becky gehen. Genug. Ah, okay, das sind die gleichen Sachen nochmal wie eben, außer ich habe das Barbarenbräu. Hey, ich habe hier dieses Barbarenbräu. Das hat aber gedauert. Ich hatte in der Zeit schon 12 neue Matches auf Timber. Cheers. Moment, ich muss erst Fotos davon machen. Jetzt aber. Cheers. Es gibt wirklich so eine Girls, Moment, ne? Ich muss noch die Videostory filmen. Och, yes, das mache ich ja. 10 Minuten später. Und das, obwohl es seltsam riecht. Achtet beim Trinken darauf, dass euer Lipgloss frisch aufgetragen ist. Sonst hinterlässt das keine süßen Spuren am Glas. Die machen sich nämlich prima um... Haben wir? Und durch das Bier kann man nicht mal durchgucken. So dunkel ist das. Da müsst ihr mit den Selfies aufpassen. Der arme Barkeeper. Das ist, Challenge, dass das man ist nicht möglich, mal richtig scheiße abgewaschen. Aber meine Lieben, ihr schafft das. Ach, mir ist schwer. Und wenn ihr das Video mögt, drückt da unten auf Like und Fave und Thumbs Up und Stern und Herz und Push und hinterlasst einen Kommentar. Aber nur, wenn er lieb ist. Und teilt das Video auf Instagram, auf Facebook. In diesem Sinne, nicht vergessen, und liken, vergesst kommentieren nicht, Abo da lassen und nicht die Glocke aktivieren. Cheers. Cheers. Auf YouTube meine ich. Gar nicht schlecht. Oh, ich glaube, mir wird übel. Warte, ich will filmen, wie es dir schlecht geht. Hashtag fail. Ihr Mädels aus der Zukunft scheint Megan aus Stahl zu haben. Oder ihr seid Roboter. Sexy Roboter. Meine Gebete wurden erhört. Ich muss nur kurz auf Toilette, Baby. Jetzt geht's die Toilette, okay. Oh je. Das wird knapp. Ups. So, Larry, geh mal auf Toilette. Mist, abgeschlossen. Ja, stimmt, das ist immer noch. Bestimmt einen Schlüssel. Ah, okay, das heißt erst zu ihm. Lefty! Was gibt's? Ich muss auf die Toilette. Die Arme lösen sich gerade auf. Tatsächlich immer. Ich mache erstmal das andere. Es fühlt sich an, als würden tatsächlich Barbaren in meinem Bauch inhalieren. Oh, das vergeht nach ein paar Tagen. Ich will es mal so ausdrücken. Ich brauche sofort den verdammten Toilettenschlüssel. Ach so, hier, bitte. Ja, ich weiß, dass ich ein neues Item habe. Danke.
Mist. Wie kann ich das jetzt benutzen, ist die Frage. Ah, jetzt weiß ich. Oh, der Schlüssel ist abgebrochen. Was? Aber immerhin hat er vorher das Schloss entriegelt. Okay. Na dann. Achso, du warst kurz weg. Instacrip. Was ist das? Halluziniere ich? Nein, irgendwas ist da in diesem Schleimhaufen. Das ist bestimmt irgendwas Atomverseuchtes. Aber wir gucken erstmal woanders. Was ist da hinten? Poster. Sieht so aus, als hätte da mal ein Poster gehangen. Ja. Fühlt sich feucht an. Ja, Eigentum der Ostindien-Münzautomaten-Kompanie, erbaut 1732. Lefty scheint den aber etwas optimiert zu haben. Etwas? Ja. Nein, ich will wissen, was in diesem Schleimhaufen ist. Ja, ist ja gut, wir gehen doch gleich. Zuerst alles gucken. Drei Stück Toilettenpapier. Kann man das mitnehmen? Ja, neues Item. Okay. Dann gucken wir mal, was in dem Schleimhaufen ist. Da ist doch irgend... Das fasse ich nicht einfach so an. Hm, jetzt können wir mal gucken, ob wir das... Damit könnte ich den Schleim wegmachen, aber meine Hände kämen näher, als mir lieb ist. Okay. Toilettenpapier geht schon mal nicht. Was ist mit davon? Besser nicht. Nee. Ich habe genug ekliges Zeug für eine Nacht getrunken und wieder ausgekotzt. Okay, das heißt, wir müssen... Irgendwas anderes finden. Determines Automat. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Ich probiere die Items jetzt natürlich. Das ist gut so, wie es ist. Nein, ich will wissen, was... Ja. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes finden, glaube ich. Der Scheinhaufen ist aber auch echt... Was ist denn das? Ich überlege, ob wir da irgendwas machen können. Fühlt sich feucht. Weil er gesagt hat, feucht. Das hilft mir nicht. Nee, okay, das hilft auch nicht. Das ist mir zu gefährlich. Das muss nicht gebiert werden. Gebiert werden? Okay. Das hilft alles nichts. Ah, Besenstiel. Ohne Schrubber ist ein Besen auch nur ein Stück Holz. Aha, nehmen wir. Vielleicht können wir ja damit was machen. Der würde nur durch den Schleim ziehen. Hm. Okay. Können wir was hier machen? Das hilft mir nicht. Können wir was da machen? Das passt irgendwie nicht zusammen. Okay, okay. Müssen wir noch irgendwas anderes finden vielleicht? Ins Rohr geht es ja auch nicht. Können wir noch einen nehmen? Eine Rolle reicht mir. Okay. Ah, vielleicht besser damit? Nicht. Nee, okay. Hätte ja sein können, dass der Besenstiel damit geht. Hm, ich überlege. Kommen wir überhaupt wieder raus? Nee. Da kann man nicht lang. Warte, es geht schon wieder so weit, dass ich schon wieder nicht weiß, was machen. Achso, doch, zur Bar. Nein, ich will wissen, was in diesem Schleimhaufen ist. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht finden wir da noch einen anderen Gegenstand oder sowas. Ist ja manchmal dann so, dass was Neues auftaucht. Aber ne. Was ist denn? Da kann man ja auch nichts drücken. Habe ich irgendwas übersehen? Aha. Die Toilette hat sich wehgetan. Da haben wir schon mal ein Pflaster. Probieren wir doch das Pflaster aus. Hier. Fühlt sich feucht. Wissen wir. Das ist gut so, wie es ist. Nein, okay. Das hilft mir nicht. Das hilft auch nicht. Besser nicht. Okay. Ah.
Habe ich irgendwas übersehen? Die Bretter habe ich gedacht vorhin. Aber nein, da geht nichts. Das ist Wechselgeld. Ah, das nehmen wir doch. Dann geht aber schon was im Automaten. Hier steht, wollt ihr ein schön Produkt ergattern, muss eine Golddublone durchs Getriebe rattern. Dollar nimmt die Maschine wohl nicht an. Nein, ich will wissen. Das hilft mir nicht. Was sollen wir denn damit dann machen? Besser nicht. Dollar? Hm. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das muss nicht geflickt werden. Ich weiß nicht, ob ich... Ist doch irgendwas drin. Das fasse ich nicht einfach. Kann ich mehrere Sachen kombinieren, ist die Frage. Es tut mir leid. Ist doch irgendwas drin. Ich bin nicht der arme Screamer. Das Geld ist nicht immer die Lösung. Aber wie kann ich das besser jetzt... nicht. Kann ich das nicht das ist kombinieren? Gut so, wie es ist. Ich habe genug ekliges Zeug für eine Nacht getrunken und wieder ausgekotzt. Beides drücken geht nicht. Es ist nur hin und her wechseln. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Aber ich verstehe es nicht. Wir haben eine Münze gefunden. Ich bin so... Hier steht, wollt ihr ein schönes Produkt ergattern, muss eine Golddublone durchs Getriebe rattern. Dollar nimmt die Maschine wohl nicht an. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Dann weiß ich auch nicht. Besser nicht. Kann ich jetzt vielleicht sogar? Nein, ich will wissen, was... Okay. Ich dachte, man könnte irgendwas mit der Toilette machen, aber irgendwie geht das auch nicht. Probieren wir hier nochmal alles. Das behalte ich lieber. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es... Geld ist nicht... Das ist gut so, wie es... Das hilft mir nicht. Fühlt sich feucht an. So. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Boah, ich... Nicht, Digga, ich weiß es nicht. Das fasse ich nicht einfach so an. Kann man nicht. Kann man. Damit. Da, damit könnte. Damit könnte ich den Schleim wegmachen, aber meine Hände kämen. Achso. Beides zusammendrücken, dachte ich, aber nein. Ob das nicht. Siehst du, das ist schon wieder so weit, dass ich wieder nicht weiß, was ich hier machen soll. Bringt mir auch nicht, wenn ich da gucke, oder? Kann ich das zusammen machen vielleicht? Gucken wir mal. Irgendwas muss ja... Ich will nicht jetzt schon wieder... Nee. Das lässt sich nicht kombinieren. Ah. Jetzt habe ich's. Das habe ich ohne Ingenieurstudium hinbekommen. Also man muss auf die beiden draufklicken, um das dann zu kombinieren. Okay, dann... Ich meine doch, das muss irgendwie gehen. Gut. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ich dachte schon, jetzt ist es schon wieder so weit, dass ich keine Ahnung... Da ist eins von diesen leuchtenden Rechtecken drin. Leuchtenden Rechtecken?
So ein leuchtendes Rechteck. Ach, das Smartphone. Bewegungsalarm. Bewegungsalarm. Hä? Gesicht nicht erkannt. Fingerabdruck nicht erkannt. Ach so. Geruch nicht erkannt. Identifizierung erforderlich. Wie läuft's denn so, Süße? Wie läuft's denn so, Süße? Stimme nicht erkannt. Raum nicht erkannt. Ortung nicht möglich. Patrick, du kannst ja aber sonst ja alles nochmal im Internet angucken, ne? Ist ja nicht so. Tut mir leid, aber ich bin nun mal der Morgenstreamer. Das Game bockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind zwar noch nicht bei den Perversen gelandet, aber es kommt bestimmt, ne? Der Mörder wegkommt. Bist du ein Djinn? Wo soll ich rubbeln? Sexroboter. Bist du ein Sexroboter? Wo soll ich rubbeln? Starte Sicherheitsprotokoll. Bringen Sie mich sofort zurück ins Hauptquartier. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Red, sonst schmeckt ich mir halt vor. Sonst stecke ich dich wieder in den Schmodder. Hautkontakt mit dieser Substanz wird nicht empfohlen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade schon wieder gezittert, dass ich gedacht habe, oh, jetzt komme ich wieder nicht weiter, ne? Was bist du überhaupt für ein Ding? Machen wir mal. Was bist du überhaupt für ein Ding? Diese Information ist nur für autorisiertes Personal verfügbar. Sie sind kein autorisiertes Personal. Okay. Ich will mal motorisieren. In der Hose. Ich habe meine Autorisierung in der anderen Hose. Und sag ruhig du. Name und Angestelltennummer? Larry Leffer. Nummer 69 natürlich. 69? Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Welches Hauptquartier? Prune Incorporated. Prune? Was soll das denn sein? Prune Incorporated ist ein Hardware- und Softwarehersteller, der vor allem für sein revolutionäres P-Phone bekannt ist. Das bin ich. Und für seine vielfältigen Apps wie Timber, der modernsten und offensten Dating-Software aller Zeiten. Das Hauptquartier von Prune befindet sich in New Lost Wages. Und dorthin willst du zurück? Geoortung nicht möglich. Bitte Aufenthaltsort angeben. Der beste Publisher. Ja, machen wir mal das. Der beste Pub der Stadt. Bitte genaue Adresse angeben. Wenn du nicht weißt, was der beste Pub der Stadt ist, kann ich dir auch nicht helfen. Sicherheitsalarm. Leite Selbstzerstörung ein. 5, 4. Langsam, langsam. Hey, meine Güte, bist du empfindlich. Das war ein Witz. 3. Selbstzerstörung angehalten. Bitte gib den derzeitigen Aufenthaltsort an. Nein. 2. Lefties. Selbstzerstörung angehalten. Ich habe Lefties lokalisiert. Ein Unterwert. Voll unter Druck, ey. Unter was? In 24 Sekunden trifft dein Unterfahrzeug draußen ein. Bitte steig dort ein. Dann bin ich mal gespannt. So, bevor wir gehen, können wir noch irgendwas machen? Jetzt vielleicht? Okay. Was will ich denn? Ah. Natürlich, der Vibratomizer 100. Ich muss erst Geld einwerfen. Okay. Nee. Haben wir doch. Hier steht, wollt ihr ein schön Dollar? Nein. Nimmt die Maschine wohl nicht an. Okay, das geht wohl das nicht immer. Nicht. Okay. Ja, dann geht das nicht. Das hilft mir nicht. Das Handy natürlich an. Ich denke mal, da wird auch nichts gehen, oder? Besser nicht. Nein, okay. Dann gehen wir zurück. Wollen wir nochmal mit Lefty reden? Oder zur Hintertür? Da müssen wir eigentlich noch draußen. Kann ich dir helfen, Lerner? Also... Nee, okay. Bis später, Okay. Geht da hier was? Fest verschlossen. Aber er wird den Schlüssel ja auch nicht rauslocken. Besser nicht. Ah, ich denke mal nicht, dass ich damit irgendwas machen kann. Gut, dann gehen wir nochmal zu Becky.
Das ist die Gleife. Okay. Bis später. Alles das Gleiche wie eben. Dann gehen wir auf die Straße. Gucken, was da zu uns gekommen ist. Ah, ein Auto. Wir haben ja eine Menge Rechteck. Items. Ja. Warum heißen die Taxis jetzt unter? Und warum hat es kein Taxischild? Suche Taxi. Items mitgenommen. Information gefunden. Taxis sind eine antike Fortbewegungsmethode, die durch hochmoderne Unterwagen ersetzt wurden. Unter ist eine Tochtergesellschaft der Prune Incorporated. iPhone. Wie heißt du eigentlich? Kannst du mir darüber sagen? Nee, wie heißt du? Wie heißt du eigentlich? Siri. Ich habe keinen Namen. Jeder hat einen Namen. Du kannst dir einen aussuchen. Oh, dann. Bo. Kim, Cindy. Madonna. Madonna. Auswahl gespeichert. Ich denke mal, ja, fragen wir mal kannst hier. Kannst du mir mehr darüber sagen, was in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist? Ich muss es nicht sagen. Ich kann es dir zeigen. Soll ich das tun? Ja. Starte Videorückblick. Oh, der gute Ronald. Was wohl aus dem geworden ist? Ah. Oh. Und dann? Aber... Du musst ja wissen, was mit ihm passiert ist, ne? Genau, das hätte ich auch. Oh Gott. Ach so, das ist das Ding hier von dem Spiel. Das ist neu. Jetzt verstehe ich, bis ich erstmal drauf komme, ne? Und dann der. Können wir nicht vorspulen. Das alles zu verdauen wird einige Zeit brauchen. So, dann machen wir ja, die erste. Muss ich nicht dem Fahrer sagen, wohin es geht? Das weiß er schon. Woher? Ich habe es ihm gesagt. Du hast doch gar nicht mit ihm gesprochen. Ich habe es ihm auf sein Smartphone geschickt. Smart was? Sein leuchtendes Rechteck. Ach so. Das ist Magie, oder? Nein, wir erreichen gleich unser Ziel. Verdammt, ich habe gar kein Geld, um die Fahrt zu bezahlen. Sie ist schon bezahlt. Hast du es auf sein PayPal. Smartphone geschickt? Genau. Jetzt sei mal ehrlich, das ist doch Magie. Geil. Ach, das war erst der Abspann. Geil. Ja, cool. Definitiv cool. Geiles Spiel. Freue ich ja, dass es war lange nicht im Angebot, ne? Es war voll teuer und deswegen muss im Angebot was war. Ist das denn für ein Gebäude? Das Hauptquartier von Prune Incorporated. So viel konnte ich mir iPhone. Schon zusammenreimen. Dir ist aber schon klar, dass das Ding eher nach einem Pen. BJ hat das Gebäude persönlich entworfen und er nimmt Kritik sehr persönlich. Bitte vermeiden. Ich mag auch einen BJ. BJ. Bill Jobs. Der CEO von Prune. Mein Erfinder. Mein Herr und Gebieter. Das Zentrum meines Universums. Der hellste Stern am Himmel der Technologiekonzerne. Der intelligenteste. Du bist ein Fan. Verstehe schon. Bring mich schnell zu ihm. Und niemand anders darf mich sehen. Ich bin ein streng geheimer. Das sind immer so diese kleinen unterschwelligen Sachen hier. Du hast in einem Haufen Glibber gesteckt. Das ist nicht gerade streng geheim. Ich weiß selbst nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Schätzchen? Der Apfel, der geht es wie mir. Nicht wie alle aussieht. Wo soll ich dich hinbringen? Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Mhm. Das Ding, das aussieht wie ein Penis. Ah ja, okay. So, können wir bestimmt noch irgendwas hier draußen mitnehmen, oder? Ein Aufsteller ohne Inhalt. Hier könnte man einen Flyer anbringen. Danke für die Info. Der Apfel, ey. Ist ja nichts. Außer das. Nö, anscheinend nicht. Long Dong steht da vor allen Dingen geil. Long Dong. Ne, da gucken wir erstmal. Ah, okay. Vorab gespaced.
Dann müssen wir uns erstmal umgucken, natürlich. Guck mal, die Vagina-Fahrstuhl hier. Sofort Bild. Es ist hier so futuristisch, aber die Kameras wirken sogar auf mich veraltet. Warum nur? Das ist hier die Insta-Dings da. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Ja, gleich. Das ist hier, oh, wie heißen die? Instax-Kammer. Hm. Sehen Sie die Zukunft schon heute? Danke, so geht's mir schon den ganzen Tag. Unbestätigt. Sofort ja, 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 nach oben in. Sehr gut. Ah, hier sind Leute, die man anklicken kann. Das nicht. Auch reden wir erstmal mit denen, ne? Fangen wir mit Kyle an. Hallo, könnt ihr... Und dann? Dann habe ich sie komplett enthüllt. Und dann? Dann habe ich den Ständer rausgeholt. Und dann, und dann, und dann? Dann habe ich sie auf den Ständer gesetzt. Ganz langsam. Oh. Ich musste sie mit beiden Händen packen und immer tiefer drücken. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann mir auch bald so eine teure Soundanlage leisten. Ha. Hier von dem Film, oh, jetzt weiß ich mal, wie der heißt. Hat die Soundanlage auch gute Hupen? Das hier ist ein Fachgespräch zwischen Audiophilen. Ich dachte, das ist mittlerweile legal. Larry, Larry Leffer. Ich habe hier so ein Ding, das mich zutextet. Das will hier irgendwo nach oben zu einem BJ. Was für ein Ding? Moment, ich habe doch gesagt, dass mich... Das hier. Niemand sehen darf. Ist das ein... Das ist doch... Das neue Modell. Der geheime Prototyp. Es ist wunderschön. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt steck mich wieder weg, bevor der Sabber auf mich... Okay, zu spät. Woher... Woher hast du... Wie... Wollt ihr es mal anfassen? Ah. Ja. Das dürfen wir nicht. Nur ganz kurz. Ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden. Wegen so eines kleinen Dings. Ruhe jetzt. Er soll mich in die Chefetage bringen. Und kein Wort zu irgendwem. Ja, Herrin. Okay, schnell. Da hinten ist der Lift. Ja, das weißt du. Hier hast du eine... Und steck den Prototypen wieder weg. Geht da noch was? Worauf wartest du noch? Du kannst mit... Er guckt, als hätte... Okay, gut, dann gehen wir zum Aufzug. Schmal. Wenn da mehr als zwei Leute reingehen, kommt es automatisch zum Gruppensex. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Ah, okay. Die haben wir doch hier, ne? Woher haben wir die denn jetzt? Interessant. Von Skyloft hier. Er ist so geil. Er ist so geil. Oh. Es ist eine einzige Katastrophe. Wie konnte das passieren? Wir untersuchen noch alles. Aber wir haben das Notsignal empfangen und der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Ja, der Larry. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde ihn hochkant feuern, auf Schadensersatz verklagen. BJ. Und wenn das nochmal passiert, werde ich den ganzen Laden dicht machen. BJ. Was? Ganz ruhig. Der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Alles ist für die Präsentation vorbereitet. Es sind nur noch die letzten technischen Details. Immer mit der Ruhe, Herr Effel. Wir sind im Plan. Ja, du hast recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren. Hast du den Prototypen? Natürlich. Ich bin Larry Leffer. Ich habe keinen Prototypen in meiner Hose. Ich freue mich tatsächlich, dich zu sehen. Hallo Larry, der Prototyp würde uns aber tatsächlich mehr interessieren. Oder hast du mehr als einen Prototypen in deiner Hose? Nein, mir ist alles recht. Und ich bin BJ, wie du sicher weißt. Aber das ist egal, der Prototyp. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Larry. Es wäre mir eine Freude, wenn du endlich das Ding rausholst. Okay, aber ich muss dich warnen. Er ist ganz schön groß. Stimmt gar nicht. Ich bin das dünnste Modell aller Zeiten. Ach so, du meinst dieses Gerät, das nicht die Klappe hält? Ich dachte, jetzt holt er sein Ding aus.
Ja. Kann ich dieses Ding für ein Date mit dir eintauschen? Hm? Haha, sehr witzig. War wahrscheinlich die falsche Antwort. Moment. Du meinst das ernst? Klar, er ist Larry. Das ist nochmal für einen Kerl. Was ist das nochmal für ein Kerl? Du kennst ihn nicht? Nein. Unter welchem Stein hast du gelebt? Genau genommen, unter der Straße. Also, das ist Bill Jobs, der legendäre Gründer und CEO von Prune Incorporated. Und ein Genie. Und natürlich ein Genie. Okay, dann ist das. Was ist das überhaupt für ein quatschendes Ding? Das ist unser P-Phone. Hast du etwa keins? Nein. Ich habe auch eins. Wofür sollte ich so ein Gerät brauchen, das mich die ganze Zeit komisch anlabert? Nun, es ist ein Mobiltelefon. Müssen wir auch mal hingehen, mich beschweren. Ein Musikspieler, ein revolutionäres Kommunikationsgerät. Verstehst du? Es sind nicht drei Geräte, es ist ein Gerät. Es ist also auch noch schizophren? Irgendwann werde ich euch alle töten. Was? Nichts. Was nur mit einem Date? Ja. Ich weiß, Frauen, ja, auf jeden ich Fall. Weiß, Frauen sind von meiner rauen sexuellen Ausstrahlung im ersten Moment etwas überfordert. Ja, ich fühle mich tatsächlich ein wenig überfordert. Keine Sorge, das vergeht. Hoffentlich. Kannst du mich jetzt endlich erlösen? Ah, danke. Endlich wieder in vertrauten Händen. Wir müssen den Prototypen durchchecken. Das war wohl unsere die richtige. Leitende Ingenieurin muss ihn neu kalibrieren. Und dass mir sowas nie wieder passiert. Sonst hat das Konsequenzen. Also, was unser Date angeht... Du bist jedenfalls hartnäckig. Ich gehe mit zu mir. Gehen wir zu dir oder zu mir? Larry, ich habe keine Zeit für Verabredungen. Deswegen treffe ich mich nur über Timber. Timber mit ihrem Tinder. Die Dating-App, die wir hier bei Prune entwickeln. Die haben App, so eine Kooperation, die ich weiß gar nicht. Aller Menschen revolutioniert hat. Die? Natürlich. Tolle App. Hab direkt zwei davon gekauft. Und nimm's nicht persönlich. Ich glaube nicht, dass dein Profil dort genug Punkte hat. Unter 90 Punkten nehme ich keine Anfrage an. Ja, natürlich zufällig um 90. Ich habe 90. Es gibt nur vier Männer, die mehr als 90 Punkte haben. Und ich kenne sie alle. Du hast dir sowieso einen Finderlohn verdient, Larry. Hier, ein Gutschein für ein P-Phone. Den kannst du direkt unten im Laden einlösen. Dann kannst du dir auch Tinder installieren. Und wenn ich da 90 Punkte habe, gehst du mit mir aus. Aber natürlich, Larry. 90 Punkte in Timber sind für einen Kerl wie dich doch ein Klacks. Geh nicht weg. Das wird nicht lange dauern. Ich verarsche ihn noch. Wo ist dieser jämmerliche Typ denn ausgebuddelt worden? Du wirst dich noch wundern, was Larry alles drauf hat. Okay. Das heißt, hier? Nur anschauen, nicht anfassen. Oh. Flashback. Hier? Was ist das denn für ein Karton? Er weiß nicht, was das ist. Das ist eine virtuelle Realität. So wie mein Sexleben? So wie dein Sexleben. Sex. Schnauze! Jedenfalls kannst du dir ruhig eine Brille nehmen. Jeder Kunde bekommt eine geschenkt. Danke. Was ist mit meinem Handy? Oh, der Karton ist auseinandergefallen. Ich habe ihn nur in die Hand genommen. Kann ich einen anderen haben? Kannst du nicht lesen? Nur ein Set pro Kunde. Kann ich das kaputte Set gegen ein neues eintauschen? Aufgrund der Gebrauchsspuren kann ich das leider nicht tun. Allerdings kann ich für nur $299.99 eine Reparatur anbieten. Um weitere Schäden zu vermeiden, kann ich dir auch noch eine Geräteversicherung zu besonders günstigen $19.99 pro Monat anbieten. Laufzeit 96 Monate, nicht übertragbar. Allerdings greift die Versicherung nicht in folgenden Fällen. Wasserschäden, Fallschäden, Softwareschäden, Berührungsschäden, Gebrauchsschäden oder etwaige andere Schäden, die durch die alltägliche Nutzung des Gerätes entstehen. Und Vulkanausbrüche. Okay, ich denke mal darüber nach. Hat er die denn jetzt genommen? Gucken wir doch mal nach.
Als Ticket. Linsen. Okay. Na. iPhone-Gutschein. Was ist für Männer nochmal? Okay. Ist irgendwas Neues sonst noch? Wir wollen ja unser iPhone haben. Was gibt's? Ah. Ich habe hier einen Gutschein für so ein Dings. Zeig mal her. Ja, sieht gut aus. Gib ihm eins. Da, ein brandneues P-Phone. Danke. Auch wenn ich gehört habe, dass sehr bald ein neues Modell erscheint. Spitzen. Wir brauchen uns ein Ding. Das ist ja, natürlich ist nicht so ein Teil. Ist in diesem Teil auch so eine Frau drin? Oh. Wenn du möchtest, sind da ganz viele Frauen drin. Das Ding muss ja mehrere Megabyte Speicher haben. Hm. Warum man so ein Ding mache ich erst Wofür braucht man so ein Ding? Für alles. Wie? Für alles? Du bist echt von gestern, oder? Ja. Naja. Und wie schalte ich es ein? Den Knopf gedrückt halten. Okay. Herzlich willkommen zu Ihrem neuen P-Phone. Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Prune entschieden haben. Keine Ursache, Kleine. Wie läuft's denn so? Nennen Sie bitte Ihren Namen. Bert Reynolds? Unter Sexiest Man Alive. Du findest mich im Telefonbuch unter Sexiest Man Alive. Eintrag nicht gefunden. Bitte korrekten Namen nennen. Larry Leffer. Registriere Larry Leffer. Einrichtung abgeschlossen. Also, dann zeig mir mal, wie das Ding bedient wird. Wie, das weißt du nicht? Nee. Nein, aber natürlich, Larry. Wir helfen dir gern. Angeschaltet hast du's ja. Und du hast dich auch als Benutzer angelegt. Wisch drüber. Ich habe keinen Putzlappen dabei. Nein. Über das Display wischen. Mit dem Finger. Echt, ey. Ich überlege schon die ganze Zeit. Es gab ja, wann gab es denn das erste iPhone? Wie funktioniert die Frau da drin? Wie funktioniert die Frau da drin? Da muss ich mal nachgoogeln. Ausziehen natürlich, ne? Ausziehen. So doch nicht. Du musst Hallo Pi sagen. Hallo Süße. Hallo Süße. So doch nicht. Du musst Hallo Pi sagen. Ja, okay. Hallo Pi. Ja, Larry? Ah, tatsächlich. Also, 2007 tatsächlich, wenn das jetzt richtig steht, 2007, dann ist ja klar, dass es in den 90ern noch kein Snap, ne? Ausziehen, immer noch. Nein, Larry, das kann ich leider nicht tun. Wofür sind die hübschen kleinen Bildchen? Das sind Apps. Was? Ups? Apps. Programme. Ach so. Und wie tippe ich bei denen was ein? Das muss du musst die Tastatur aufrufen. Aber da ist doch gar keine an dem Ding. Die erscheint auch auf dem Bildschirm. Aber der ist doch viel zu klein. Oh Gott, ich sehe schon. Jetzt wird es wieder schwierig wahrscheinlich. Nee? Ich glaube, jetzt habe ich alles verstanden. Das bezweifle ich. Ja, Larry lernt schnell. Kann das Ding auch Telespiele? Nur wenn du auch Lootboxen kaufen willst. Was? Erkläre ich dir, wenn du mir $800 bezahlst. Niemals. Dann ist das sowieso nichts für dich. Okay, eine wichtige Sache noch. Faith sagte, dass ich Punkte in etwas namens Timber sammeln soll. Kennt ihr das? Wenn du da ankommen willst, brauchst du ein verdammt gutes Profil. Zum Glück verstehen wir was davon, nicht wahr? Besonders geil. Ich könnte dir helfen, ein Profil aufzusetzen, das die Frauen nur so anzieht. Super.
Allerdings machen wir das nicht bei jedem und brauchen erstmal von dir einen Beweis, dass du ein guter Aufreißer bist. Gar kein Problem. Ihr seid jetzt nicht direkt meine Typen. Nein, sowas doch nicht. Ich hätte gern weiches Toilettenpapier. Die hier bei Prune kaufen nur das Billigste. Das kratzt so. Ich hab doch Neurodermitis und Acne Vulgaris am... am Arsch. Und was hat das damit zu tun? Und was willst du? Was? Hast du keine Ahnung? Die von einem Mädchen. Aber eine gebrauchte. Oh Mann. Ah. Ja, natürlich. Hey, nicht wie du denkst. Ist es doch nicht für mich oder so. Das heißt, auf die Suche nach wenn du das beschaffen kannst, wissen wir, dass du ein echt geiler Aufreißer bist. Also, ihr wollt... Toilettenpapier, aber es muss weich sein. Ein Unterhöschen, aber gebraucht muss es sein. Geht klar. Völlig normale Sachen, die man in jedem Automat bekommt. Warum kommt das jetzt? Was gibt's? So, okay, nein. Auch nichts. Das kriege ich gleich erst an. Probier es trotzdem. Hey. Sehen Sie die Zukunft schon heute? Nochmal da. Hey! Aber ansonsten kann ich da jetzt eigentlich nochmal hoch? Auf die Straße. Ich denke mal, ich soll einfach nur ein Taxi rufen. Dafür braucht alles, man wohl eine. Muss man ja alles ausprobieren, ne? Ach, okay, gut, kann ich nicht. Gut, dann Taxi. Was gibt's? Ihr wolltet mir doch bei diesem Timber-Ding helfen. Erst nachdem du uns... Aufgabe. Mhm. Okay. Ich würde hier gerne... Taxis? Heutzutage benutzt man Unter. Mit so einem Unter bin ich auch hergekommen. Was genau hat es damit auf sich? Unterfahrer bringen dich von einem Ort zum anderen. Besorgen wir doch mal ein kleines Unterhöschen. Also wie Taxis? Nicht ganz. Sie fahren mit ihren eigenen Autos, deswegen sind sie viel billiger. Das klingt aber praktisch und nützlich. Allerdings musst du damit rechnen, dass dein Fahrrad zum ersten Mal in der Stadt ist oder das Auto keine Sitze hat. Oder keine Räder. Jedenfalls ist alles vollautomatisiert. Sobald du weißt, wohin du möchtest, tippst du in der Unter-App einfach deinen Zielort an. Das ist ja fast wie Beamen. Der Fahrstil mancher Unterfahrer fühlt sich jedenfalls so an, als würde man in seine Einzelteile zerlegt. Es werden dir aber nur Orte gezeigt, an denen du schon warst, oder Orte, von denen du etwas weißt. Das heißt, wir müssen Baggy klar machen, oder? Okay, aber eins muss auf jeden Fall... Wie funktioniert dieses Unter nochmal? Unterfahrer bringen dich von einem Ort zum anderen. Ah, also... Nicht ganz. Das klingt aber praktisch. Allerdings... Oder... Jedenfalls... Das ist ja... Es werden die... Ja, ist ja gut, ist ja gut. Was soll ich nochmal... Toilettenpapier, aber es... Ein Unter... Geht klar. Ja, okay, gut. Das heißt, wir müssen raus auf die Straße. Die Antworten führen zu nichts. Gehen wir mal. Kommen wir überhaupt da irgendwo hin? Wir müssen die irgendwie dazu bringen, uns ein Taxi zu rufen. Das geht sonst nicht anders. Warte mal. Wir haben das. Ist die Frage, kann man das Handy dann benutzen? Was gibt's? Weil die Fragen sind gleich noch. Ihr wolltet erst. Wie funktioniert das? Nicht. Das klingt aber. Allerdings. Oder. Jedenfalls. Das ist ja fast. Der es werden die. Vielleicht haben wir irgendwas ausgelassen. Was soll. Toilette. Ein. Geht klar. Nee. Auch nichts. Ah, okay. Ah! Da haben wir es doch. Ich meine doch. Wo müssen wir ja das Handy benutzen können? Weil sonst kann uns das Taxi uns ja nicht abholen. Ah, da ist die Karte. Ja, moin. Also wir können nur dahin. Ja.
Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden. Ah, okay. Alles klar. Sehr gut. Ich gehe schon nach draußen. Dann war ich ja doch richtig. Ja, meine ich nämlich, weil war ja klar, dass wir nur das dahin gehen können. Was mit Insta geht nicht anzuklicken, okay. Dann machen wir mal eine Reise. Oh, wir sind schon da, okay. Können wir jetzt noch anders machen? Beam mich hoch, Scotty. Ne. Ich glaube, da ist etwas drin. Können wir da jetzt irgendwas benutzen? So wie vorhin? Wir haben ja das Ding, ist, wir haben die Besenstiel nicht mehr. Das ist gut, so wie es ist. Das ist gut, so wie es ist. Ich will trotzdem alles ausprobieren. Das hilft mir nicht. Ja, ich weiß. Das hilft mir nicht. Ja, ich weiß. Das ist gut. Das hilft mir nicht. Ja, ich glaube, da ist etwas drin. Muss man die Linse bestimmt benutzen. Das bekomme ich nicht heraus. Oh, sieht alles größer aus. Ah, die Linse kann man quasi besser nicht zum Zoomen nehmen. Ich verstehe. Okay. Weil wir gehen mal zurück. Also, vielleicht kommen wir jetzt ins Hinterzimmer. Was gibt's, Aaron? Das WLAN eiert wieder rum. Mal up, mal down. So kann ich nicht arbeiten. Techniker ist informiert. Und wann kommt der Techniker? Kann nicht mehr lange dauern. Mach ihm Feuer unterm Hintern. Ich habe für heute eine Show angekündigt. Ja, wo ist Becky hin vor allen Dingen, ne? Reden wir erstmal mit Lefty. Kann ich dir helfen, Larry? Also. Ah. Machen wir jetzt mal ein Zimmer frei? Du weißt schon. Damenbesuch. Ja, das Zimmer oben. Aber Aaron belegt es gerade. Sie wollte eigentlich nur zur Zwischenmiete hier sein, aber jetzt ist sie schon einige Zeit da. Wenn sie auszieht, könnte ich also rein? Nur wenn du bezahlen kannst. Vielleicht kann ich die Miete abarbeiten? Wenn du damit meinst, dass du mir bei der Reparatur der Brauerei helfen willst, dann haben wir einen Deal. Okay, dann haben wir noch den Rootshop. Erzählen, nein. Okay, dann ist das. Wer war denn der lustig gekleidete Rootshop? Wer? Aaron? Die hat das Zimmer oben angemietet. Okay. Und was macht sie da oben? Das weiß ich nicht so genau. Und das geht mich auch nichts an. Irgendwas mit diesem Internet. Ja, hier, Dings. Was ist ein WLAN? Warum hatte Aaron so wenig an? Ja. Warum hatte Aaron so wenig an? Im Internet hat kaum jemand was an. Also, habe ich. Ach, die macht Videocalls hier. Wer ist denn das nochmal? Du hast doch eins. Das Smartphone. Psst, ermutige ihn nicht noch. Oh. Was soll das? Das ist ein WLAN. Das Funkinternet. Ich hätte mir doch nicht dieses Sondermodell von einem Router aufschwätzen lassen. Wurde angepriesen als WLAN-Router mit integriertem Home-Entertainment-System. Aber die Musik kratzt und die Verbindung ist verdammt. Ist das Internet sowas wie das ARPANET? Ja, ist das nochmal? Ich sag einfach mal ja. Da werden die Kommis nicht mithalten können, wenn wir sogar schon ein besseres Netz haben. Da sage ich auch einfach mal ja. Okay, gut, dann haben wir alles durch. Lass uns über was anderes reden. Was geht sonst noch? Was geht? Später, Lefty. Genau. Bis später, Lefty. Was geht? Sexting. So, dann guck mal, was sie da macht. Fest verschlossen. Immer noch nicht, okay. Können wir da irgendwas anwenden? Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Wir müssen besser irgendwie nicht. Besser nicht. Zu ihr durchdringen. Besser nicht. Das muss nicht gebiert werden. Oh Mann, eigentlich nicht. Besser nicht. Okay, nein. Dann hatte ich noch so die Idee, wer weiß, wer sich da versteckt. Spiel bloß kein Lied.
Das ist mir zu gefährlich. Kann man da auch irgendwas besser nicht. Haben? Besser nicht. Kennst du das, Rainer? Ich bin so schon pleite genug. Das ist gut, so wie es ist. Larry meine ich das. Das muss nicht geflickt werden. Glaube nicht, das ist dann Saufi. Saufi. Der Fernseher war vorher, war der schon da? Geh mal zur Toilette. Was da passiert ist. Boah, das klingt ja übel. Aber in meinem Bett würdest du ähnliche Geräusche machen. Ach so, da ist jemand auf der Toilette, habe ich gar nicht gesehen. Alles fit im Schritt. Alles fit im Schritt? Hey, Leute, wie geht's euch? Becky? Ach, Becky. Bist du das? Ich bin hier nicht so mega drauf, eher down. Weil hier so hart gefeiert wird, das macht mich fix und fertig. Aber ich bin gleich wieder on top und werde dann zu den anderen Party-Peoples rausgehen. Also, wenn ihr weiter dranbleiben wollt, was das Nightlife heute bringt, hier in der geilsten Location von New Lost Wages, dann klickt da unten auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, wo ihr heute crazy abfeiert. Sagst du euch auch mal, abonnieren, Glocke aktivieren. Ja, yeah, das ist Becky. Warst ja, du das? Hast du mir was in den Drink gemixt? Das ist verdient. Ja. Das Ding ist bei den Alten, ich glaube, ich habe das damals auf Computer oder sowas gespielt. Da kam ich dann immer irgendwann nicht weiter. Könnte hier natürlich auch passieren. Aber bisher läuft's gut. Ich bin sehr froh darüber. Das ist natürlich nicht. So, das läuft nicht von klar. Ich sag jetzt einfach mal, du hast es verdient. Du Verfluchter! Oh. Bin ich fertig? Ich muss mal dringend. Nein. Kannst du natürlich irgendwie fragen. Würgende Frauen machen mich irgendwie scharf? Ja. Würgende Frauen machen mich irgendwie scharf. OMG, das ist ja abartig. Yeah, baby. Bist du bald fertig? Ich muss mal dringend. Geh weg! Das dauert noch. Kannst du mir mal das Toilettenpapier rausgeben? Um Gottes Willen, das brauche ich alles selbst. Aber das bleibt unter uns. Ich bräuchte eine Unterhose. Warum brauchst du? Ich will nicht darüber reden. Ich schaue, ob ich was auftreiben kann. Warum wollen eigentlich alle, dass ich ihnen Unterhosen besorge? Okay. Plaudern wir später weiter. Bloß nicht. Kann man eigentlich bei Becky das Toilettenpapier reichen? Ah nee, das haben wir ja nicht mehr, stimmt ja. Und das ist ja hier jetzt auch weg, okay. Eher nicht. Kann man irgendwas anderes? Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Warum denn nicht? Das ist keine gute Idee. Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Ich probier's trotzdem aus. Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Die Karte wohl eher nicht. Gut. Gucken, was noch geht. Das hilft mir nicht. Was ist denn jetzt mit der Wand? Die ist immer noch feucht. Fühlt sich voll. Ja. Haben wir irgendwas Neues außer die Linse? Die Karte scheint nur beim Aufzug zu funktionieren. Okay. Die Linse geht auch nicht. Was ist denn nochmal mit dem Münzautomat? Alter Becky, ey. Okay. Denn ich muss erst Geld einwerfen. Das geht immer noch nicht. Oh. Sieht alles größer aus. Das ist gut so, wie es ist. Ja, das wird auch nicht gehen. Hier steht, wollt ihr einen Dollar, nimmt die... Moment. Ah. Kann man das eigentlich kombinieren? Nee, geht nicht. Nein. Okay, gut, gehen wir mal wieder zurück. Weiß noch nicht, was ich machen soll, aber gut. Scheint kaputt zu sein. Scheint kaputt zu sein. Können wir das irgendwie reparieren? Scheint kaputt zu sein. Irgendwo muss es doch was geben. Scheint kaputt zu sein. Das hätte ich jetzt höchstens gedacht, aber scheint kaputt zu sein. Mit Geld wahrscheinlich auch. Nein. Scheint kaputt.
Nee. Vielleicht finden wir ja noch mal irgendwas. Was ist das Bild? Das ist jetzt nur nein, der Elch. Nee. Der will den Elchkopf einfach nicht mitnehmen. Aha. Musst du rein. Ein paar Flyer. Da hängt nichts, was mich besonders interessieren würde. Okay. Das ist gut so, wie es... Kann man auch nichts mitnehmen? Hm. Ich will da rein. Fest verschlossen. Ich dachte mir, Lefty mir vielleicht den Schlüssel. Kann ich dir helfen? Also. Nee. Wir müssen nicht hier irgendwo weiterkommen. Was kannst du? Ich glaube. Ich gehe jetzt uns nochmal alle Texte was da durch. Irgendwas. Warum hat er im Internet also? Ich sollte mir. Du hast doch. Auch wenn ich das schon hatte. Ist das. Was ist ein Weg? Das ich. Wo aber die Musik. Okay. Lass uns über. Was gibt's? Will ein. Ah. Was? Was? Und jetzt sind auch noch die Rohre. Ah, okay, gut, da kommen wir weiter. Ich verstehe, was vom Rohre verlegen. Ah, das wäre großartig. Hier hast du den Schlüssel fürs Hinterzimmer. Aber sei leise. Oben drüber wohnt Aaron. Sie möchte nicht gestört werden. Keine Angst. Ich kann auch leise Rohre verlegen. Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen. Ja, da haben wir es doch. Nach unten stellen, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Da hat sich wohl irgendwas durchgesaugt. Was das wohl war? Okay, jetzt haben wir aber trotzdem gleich die gleichen Fragen wie eben, ne? Kann das sein? Mal kurz hier machen. Sehr schnell. Einmal einen fetten, damit es wieder wegsaugen kann. So wie der Larry, der saugt auch alles weg. Schwein. Das Schwein. So, ja. Ah, okay. Wo soll ich die Brauerei reparieren? Ist es das? Ich jetzt gerade. Nein. Wie soll ich deine Brauerei reparieren? Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen. Den Hebel nach unten stellen. Ja, aber wo? Dann das Ventil drehen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. So. Was das wohl war? Okay. Bis später. Ist es das? Nein. Was können wir denn da am Zerfahren sonst noch machen? Wir haben ja schon alles ausprobiert, ne? Ah, wir haben Schlüssel. Hä, wo kommt denn der her? Okay. Auch abgebrochen. Sind die Schlüssel hier aus Wachs? Alle aus Wachs. Meine ich doch, dass der uns Schlüssel gibt. Also, im Hinterkopf behalten, wir müssen unbedingt den Zerfahren reparieren. Achso, den Kessel da. Ah. Okay. Uns um, ne? Was es hier so gibt. Das hängt irgendwie mit dem Braukessel zusammen. Ja, wirklich. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Ja, richtig. Braukessel. Das ist Brauwaschmaschine. Wäschekorb. Leftys frische Wäsche. Immerhin zieht er sich offenbar regelmäßig um. Seit wann trägt Lefty denn... Ah, das muss dieser Aaron gehören. Unterhose? Es fällt sicher nicht auf, wenn ich das mitnehme. Sicher. Haben wir jetzt eine Unterhose? Ja, wir haben eine Unterhose. Das heißt, wir können auch noch zu Becky gehen. Beispiele? Auch mitnehmen. Okay. Ja. Ich meine, die könnten wir eigentlich die...
Hier wurde mal die Wand erneuert. Da hängen Flyer. Könnten wir eigentlich auch zu dem iPhone-Typen bringen, ne? Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Eine Waschmaschine, die gewaschen werden müsste. Eine Waschmaschine, die gewaschen werden. Hier werden die Zutaten für das Barbarenbräu geschleudert. Also genießbar. So in etwa. Lefty sagte, dass der Braukessel erst wieder in Gang gebracht werden muss. Ja. Okay. Dann gucken wir aufs Rohr. Das Rohr ist hinüber. Man müsste schon das ganze Stück austauschen. Aber wie? Aha. Ich glaube aber, dass wir da gar nicht hin müssen. Abgeschlossen. Aber ich höre Geräusche aus dem Zimmer. Klopf, klopf, klopf. Wer ist da? Wiebke? Wiebke? Wiebke, räume ich die Tür auf. Oh, echt jetzt? Boah, ich habe mittelalterliche Bücher gelesen, die sich schon für so einen alten Witz geschämt hätten. Ich komme später. Also, zurück. Nein, danke. Oh, mach doch nicht diesen. Nee, ich glaube, wir müssen als allererstes... Besser nicht. Wir müssen als allererstes wieder zurück. Das hilft mir nicht. Das kriege ich bestimmt nicht weich damit. Nein. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Wir müssen erstmal zu Dings zurück. Das hilft mir nicht. Zu Becky. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Ja, ja. Safe. Aber wir haben ja jetzt die Unterhose. Wir gehen erstmal zu Becky zu. So. Danke, ein Glück. Ist noch was? Das Toilettenpapier. Bitte. Da. Ah. Das heißt, neues Item. Hey, das ist nur eine leere Rolle. Ich habe alles gebraucht. Würdest du dich bitte aus dem Staub machen? Ich will mich umziehen. Sauerei. Du hast da eine leere Klopapierrolle, Larry. Ist schon wieder alles aufgebraucht? Ah. Ja. Lefty gibt uns vielleicht was? Komisch. In letzter Zeit ist das immer ruckzuck leer. Und das wohl nicht, ne? Vielleicht hat es etwas mit dem Barbarenbräu zu tun. Meinst du? Ich habe mich dabei ans deutsche Reinheitsgebot gehalten. Also an die überarbeitete Version von meinem Ururgroßvater Lefty Niederels, der 1887 aus Kassel hierher ausgewandert ist. Schlangenöl ist heutzutage übrigens gar nicht so leicht zu beschaffen, außer aus Taiwan. Kannst du mir einen Gefallen tun und das Toilettenpapier auffüllen? Ja. Es ist gerade eine neue Lieferung eingetroffen. Draußen? Du findest alles im Hinterzimmer. Ah, okay, nee. Ja, dann gehen wir da hin. Ich habe jetzt gedacht, dass man das vielleicht für das Rohr nehmen kann, aber wenn er das ganze Rohr austauschen möchte, ist die Frage, wo ist das hingekommen? Was sagt denn das Handy? Ja, bis auf Papierrollen, okay. Es muss das Toilettenpapier sein, von dem Lefty geredet hat. Ja, gehen wir doch mal hin, ne? Oh, mehr als genug. Klopapier vorhat. Wollen wir das dann erstmal auffüllen? Können wir noch einen? Bin ich vorerst fertig. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal auffüllen. Ach, Larry, das mit dem Toilettenpapier kannst du jetzt auch vergessen. Das Klo hat es nicht überstanden. Es hat schon viel erlebt in all den Jahren, aber das war zu viel. Diese Becky ist jetzt auch verschwunden. Ah. Ich soll dir ausrichten, dass sie dich nie wiedersehen will. Warum das denn? Da muss ich trotzdem da gucken. Was sie jetzt hinterlassen hat. Ah, vielleicht ein kaputtes Rohr. Nö. Ja, die Toilettenrolle. Das ist okay.
soll ich mit dem Haufen noch? Nee. Nee, 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 nee. Okay. Mülltüte? Hat Becky da vielleicht? Die war noch nicht da. Ja, sie hat ihr Höschen da reingeworfen. Ah, gebraucht. Das können wir doch mitnehmen. Becky hat ihr Höschen da reingeworfen. Ja, aber kann ich das mitnehmen? Ich möchte da nicht reingreifen. Warum nicht? Ah, ja. Das ist gut so, wie es ist. Du musst immer gucken, wie das hilft mir nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Warum nimmt er das nicht? Das ist gut so, wie es ist. Die Karte scheint nur beim Aufzug zu funktionieren. Ich bin so schon pleite. Hm. Geld ist nicht immer die Lösung. Eigentlich nicht so. Ich möchte da nicht. Eigentlich nicht so, weil ich immer nicht weiterkomme. Aber bisher, muss ich sagen, geht's. Echt. Es geht wirklich. So, was haben wir denn noch? Nee, wir haben nichts. Aber irgendwie muss er doch mal die Hose da mitnehmen, oder was? Aber Larry ist schon cool, ne? Muss man schon sagen. Also ich fand es damals schon geil mit Larry. Also, ah, hier. Wir haben doch einen Schneeschieber hier. Können wir den nicht mitnehmen? Boxglas. So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist. Die Scheibe ist aus Plastik. Scheint schon hier zu sein. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Ja, ist gut. Besser nicht. Besser nicht. Das ist so kratzig, das kann man niemandem oder. Das kriege ich besser nicht. Ne? Okay. Das ist gut so. Hm. Hm. Ich habe jetzt gedacht, dass der Schneeschieber da, der war doch auch noch nicht da. Oder was das sein soll. Vielleicht. Aber gut, gehen wir nochmal wieder. Gehen wir nochmal erstmal. Nee, wir sprechen erstmal mit Lefty. Vielleicht kann hat er noch irgendwelche Informationen. Also. Übermacht den Meister. Hm. Ja, und das ist ja immer nicht so mein Fall. Um die Ecke denken, ne? Weiß ja Bescheid. Also, das ist ja bei mir manchmal ein bisschen schwierig, ne? Hm. Aber Level ist einfach. Ist Kult. Das muss man spielen. Also, ich sage mal so, wenn ich bei irgendeinem Spiel immer nicht weiterkomme, mein Gott, dann gucke ich eben halt mal im Internet. Was ist daran dann verkehrt? Nein. Bis später. Der hat nichts Neues. Aber bisher läuft er. Nur mit, was ich ein bisschen schwierig finde, dass man die Sachen kombinieren kann. Da bin ich noch nicht so ganz. Wir haben jetzt ja mehrere Baustellen hier quasi. Bei Unterwäsche bin ich eigentlich nicht wählerisch, aber Lefties Unterhose. Nur noch Unterwäsche von alt. Okay. Können wir nochmal bei ihr gucken? Also das müssen wir da gleich irgendwas abgeschlossen. Machen. Klopf. Wer ist da? Ja, immer noch Wiebke? Das Wiebke? Wiebke? Oh, ich habe ich komme schlecht. Nein, Witz. Danke. Okay. Gut. Gehen wir nochmal zum Brauereikessel. Gucken wir, was wir mit der. Lefty hat gesagt, dass ich irgendwas betätigen muss, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Ah ja, stimmt, der Hebel. Geht das vielleicht hier? Ah. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Ja, gut, aber. Der macht irgendwas mit dem Braukessel. Lefty hat gesagt. Ja, okay, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ventil. Lefty hat gesagt, dass das Rohr. Das hängt irgendwie mit dem Braukessel zu. Kann ich das nicht mit. Nee. Okay. Das Rohr ist hinüber. Wie ist die Frage? Das Rohr ist hinüber. Nein. Das hilft mir nicht. Okay. Das ist gut so, wie es ist. Toilettenpapier, weiß ich nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Wir könnten versuchen, nochmal das zu kombinieren, ne? Nee? Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Mit Viereck, okay. Fühlt sich an wie Schleifpapier. Das kommt nicht an. Hm. Macht jeden Stoff noch weicher oder get. Ach so, die Information. Spitze Teile, wie es sich gehört.
Okay, was kann ich damit? Ich finde aber auch nirgends von Noah, ne? Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Das hilft mir nicht. Das hilft alles das nicht. Das muss nicht. Das muss nicht. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Ich überlege, achso, das Unterhöschen habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Das ist gut, so. Mm. Das hilft mir. Besser nicht. Ich kann sie nicht aufmachen, solange. Das ist gut, so. Ich muss alles ausprobieren jetzt, weil. Besser nicht. Keine Ahnung. Das sonst ist. Muss ich nochmal woanders gucken so. Gehen, vielleicht muss ich ja raus. Das hilft mir. Das ist gut, so. Besser nicht. Das ist gut. Sieht das aus. Lefty sagt. Mhm. Besser nicht. Lefty sagte, dass der. Besser nicht. Besser nicht. Muss da doch einen Trick geben. Besser nicht. Besser nicht. Aber wofür sind sonst die Darkfire auch interessant, ne? Besser nicht. Besser nicht. Nee. Lefty sagte, dass der. Damit bin ich vorerst fertig. Da kann ich auch nichts mitnehmen. Das hilft mir nicht. Kann ich damit das ist gut so. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Kann ich damit die das hilft mir nicht. Auffüllen? Ja. Das ist so kratzig, das kann man. Das ist gut so, wie es ist. Ich brauche Rohr. Ich brauche Rohr. Das ist mir zu gefährlich. Damit kann ich auch nichts machen. Das hilft mir nicht. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Yeah. Das hilft mir nicht. Damit besser ich, nicht. Man müsste auch irgendwie die Wand aufkriegen, ne? Das hilft so. Mir nicht. Gut. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal alles durch, bevor ich nach draußen gehe. Ja, das ist. Das ist gut so, wie es. Das ist gut so, wie es ist, ja. Scheint kaputt zu sein. Da kann ich auch nichts anwenden. Ne? Scheint kaputt zu sein. Eigentlich eher nicht, ne? Scheint kaputt zu sein. Okay. Das Papier geht auch nicht. Zu sein. Also ihr seht das da oben gar nicht, wenn meine Cam davor ist. Läuft. Da, oben habe ich die Items. Schlecht gemacht, diese Kamera, ne? Es stört hier alles im Bild, Alter. Oh, meine Mitte. Weil... Scheint kaputt zu sein, genau. Weil irgendwie da sind die Items und seht ihr die ja gar nicht. Das wäre ja doof. Hast du eine Idee, Rainer? Jetzt ist wieder der Moment da. Ne? Ich gehe, glaube ich, gleich mal nach draußen mit ihm. Weil das Ding ist hier, aber da kannst du ja nichts mitnehmen. Und die Tüte ja auch nicht. Das ist gut, so wie Becky hat. Ich möchte da nicht rein. Warum nicht? Mach doch mal. Besser nicht. Das kriege ich bestimmt nicht weich damit. Ich weiß. Das ist gut so, wie es ist. Auch Handschuhe oder so. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Weil der das ist gut so, wie es ist. Eintötisch muss er jetzt diese scheiß Mülltüte mitnehmen. Wegen der Unterhose. Die braucht er ja. Links? Naja. Unten rechts? Nee, da kann man nicht weitergehen. Gehen wir auf die Straße. Vielleicht finden wir da was. Das quillt über. Das muss nicht geflickt werden. Besser nicht. Was ist eigentlich mit der Karte? Besser nicht. Die Karte scheint nur beim Aufzug. Okay. Das ist schwierig. Jetzt wird es schwierig. Ist besser nicht. Ein Flyer für eine Band namens Krab. Ja. Wir brauchen eine Ruhe. Oder wir brauchen Handschuhe für die.
Da. Nee. Doch. Yes. Da lebt jemand auf großem Fuß. Nein, du sollst ihn nehmen. Der Schuh ist durch, aber die Schnürsenkel sind noch in Ordnung. Okay, es ist schon mal ein Item. Das ist schon mal ein Item. Arbeitsschuh, ich habe auch falsch gelesen. Ne? Gut, probieren wir es dann nochmal mit dem Schnürsenkel. Was probieren wir denn jetzt als erstes? Den Müllsack, oder? Weil ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, wenn wir da hinreisen zu diesem iPhone-Dings da, wir können ja nochmal gucken, was die App sagt. Ach, die App können wir gar nicht benutzen. Okay, alles klar. Kurz und dünn. Ich weiß immer nicht, wie man die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ah, okay, mit Viereck kann man das. Das lässt sich nicht kombinieren. Kombinieren. Ich probiere es trotzdem, ne? Das hilft mir nicht. Ich meine, was zum Beispiel logisch ist. Das lässt sich nicht kombinieren. Das wird es auch nicht weicher machen. Ah. Probieren geht über Studieren, ne? Ich nenne es den Po-Schmeichler. Ah, okay. Wir haben die weiches Toilettenpapier wieder zusammen. Ich guck nochmal, ob wir anders. Das muss nicht geflickt werden. Können. Das hilft mir nicht. Nicht? Das hilft mir nicht. Ah, nicht? Ich bin so schon pleite genug. Ja. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Haben die nicht. Ja, vielleicht können wir noch anders kombinieren. Das lässt sich nicht kombinieren. Warum denn nicht? Mach doch mal nicht den. Aus dem Glas will ich nichts mehr trinken. Warum denn nicht? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Dann was müssen wir da noch rauskriegen? Also wir haben jetzt zumindest das weiche Toilettenpapier und die Schnürsenkel. Wir gehen nochmal zur Toilette und gucken, ob wir da was dann am Müll aufmachen können. Mit. Das hilft mir nicht. Ja. Okay. Das hilft mir nicht. Das hilft auch nicht. Ich möchte da. Besser nicht. Okay. Vielleicht am Wasser, am Zapfhahn, am Wasser. Scheint kaputt zu sein. Aha. Scheint kaputt zu sein. Will er nicht anwenden. Auf dem Zapfhahn steht Baba. Durch den falschen Knopf. Auf dem Zapfhahn. Okay. Irgendwas übersehe ich. Safe. Vielleicht können wir hier auch am Hebel. Das ist gut, so wie es ist. Das ist schon für die Brainiacs reserviert. Für die Brainiacs? Oder am Ventil? Besser nicht. Nichts, was man schnürsenkeln sollte. Nichts, was man schnürsenkeln sollte. Okay. Das ist gut, so wie es ist. Nein. Das ist gut, so wie es ist. Okay, das bringt uns alles. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Uns alles nicht voran. Wie könnte ich denn da? Das hilft mir nicht. Nichts, was man Schnürsenkel. Besser nicht. Irgendwas anderes kommen. Lefty hat gesagt. Lefty hat gesagt, dass ich irgendwas betätigen. Ja, der Hebel, ich weiß, aber den wird's ja nicht. Lefty hat gesagt, dass das Rohr. Ich weiß nicht. Aber ich dachte, er muss es auch. Lefty hat gesagt, dass. Ja, das Rohr, ich weiß es Rohr. Wir können auch nirgendwo anders hin, ne? Also wann war es? Drei. Das hilft mir nicht. Nein. Kurz und dünn, wie mein Leicht. Nichts, was man schnürt. Was war jetzt nochmal kombinieren? Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Feig. Ich probiere jetzt nochmal alles durch. Das lässt ne? sich nicht kombinieren. Weil ansonsten weiß ich nicht. Das hilft mir nicht. Dann
irgendwie. Das ist mir zu gefährlich. Das bringt ja auch nichts, wenn das wir zurück nicht. Zum Gebäude gehen. Das ist mir zu gefährlich. Ich will nicht vorstellen. Das lässt sich nicht kombinieren. Ich glaube, dass die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Wie es sich kombinieren lässt, aber wie? Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Okay, die Dartpfeile sind schon nicht. Das hilft mir nicht. Der will das ja. Das sieht mir nach Beschäftigungstherapie aus. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Ja, aber das machst du ja nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Mehrere Sachen könnte man ja nicht kombinieren. Das wird ja nicht gehen. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Ja, wir gehen ja auch von der Logik. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ja, also. Aber wenn ich das jetzt drücke und dann nichts, wieder das... was man schnürsenkeln sollte. Dann wird das ja auch nicht gehen. Es lässt sich nicht kombinieren. Das ist doch echt wack. Besser nicht. Das ist das kaputte Rohr, das ich reparieren soll. Ich gehe nochmal zum Lift. Und ansonsten gehe ich nochmal zum anderen Gebäude, weil ansonsten weiß ich hier nicht weiter. Ich will es doch alles, denke ich, ausprobieren. Kann ich dir helfen, Larry? Ja. Also... Nee. Was kannst du... Ich glaube... Wie soll ich deine... Du musst den Braukessel den Hebel nach unten stellen, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Ja. Da hat sich wohl irgendwas durchgeätzt. Was das wohl war? Bis später. Aber den Weichspüler kann ich da ja nicht benutzen. Muss man vielleicht irgendwas anderes. Was kann man denn gegen Ätzen machen? Weichspüler. Das Rohr ist hier. Schöne Trommel da draußen. Das ist der Weichspüler. Das ist das kaputte Rohr, das ich reparieren. Hatte ich nicht vorhin noch Beispiele? Da ist doch irgendwas im Busch. Lefty hat gesagt, dass ich... Ja. Lefty hat gesagt... Lefty hat gesagt... Ja, Lefty hat gesagt... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Guck, da sind wir doch. Da sind wir doch ein bisschen nicht weiter. Ja, und wo ist ein Denkfehler? Ist eigentlich. Warte mal, machen wir da ein Speichern. Das Ding ist, nein, das gab es damals schon nicht in Verstellung. Das machen sie mit Absicht. Maggie hat. Oh, und dieses Füßchen. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das ist gut, so wie es ist. Weil das Füßchen könnte man mitnehmen zum Besser Dings. Nicht. Das hilft mir nicht. Zu dem Typen, ja. Das ist gut, so wie es ist. Ja, das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Das ist doch echt scheiße. Ich glaube, wenn ich jetzt im Internet gucke, werde ich so jetzt mal nichts finden. Auf die Schnelle. So, ich will kurz sagen, wie komme ich denn auf die Straße? Ich guck noch mal. Ich habe jetzt eigentlich, glaube ich, alles ausprobiert, aber warum kann ich jetzt
Achso. Da. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt, aber gut, gucken wir mal. Vielleicht hat sich Becky da ja verschanzt. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Hier könnte man einen Flyer. Ja, einen Flyer. Nichts, was man. Das ist gut so, wie es ist. Nee. Das bringt uns alles nicht voran. Also ich glaube schon mal gar nicht, dass wir mit dem Fahrstuhl fahren können. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Das glaube ich nicht. Nein, okay. Weil wir haben ja die Unterhose noch nicht. Ich glaube, die können uns auch nicht mehr da hinten. Was gibt's? Ah. Ach, nichts. Nee. Ja, was haben wir ausgelassen? Ist die Frage, was? Google ich denn da am besten? Achso, da kann ich hin. Okay, das ist das Bild. Warum kann man das nicht wegkriegen? Okay. Wollten wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Ich wollte wieder fahren. Nee. Es gibt nur die Alternative. Ich würde das gerne sparen. Irgendjemand über den Dülzaun. Warum kann ich nicht die Arbeit schon? Der würde mir sowieso nicht. Und da lebt jemand auf großem. Das ist schon für die Brainiacs reserviert. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Wenn man den Altan schon nutzen könnte, wäre. Sieht alle. Wer Bauer. Das hilft mir nicht. Das geht auch nicht. Das okay. Muss nicht gebiert. Nee, warum nicht? Nichts, was man schnürsenkeln sollte. Braucht doch nur ein Rohr. Ohne guten Grund wühle ich. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Keine Ahnung. Ich bin da wirklich nicht weiter gerade. Es war mir aber klar, dass das passieren wird irgendwann. Wie lange Zeit haben wir denn noch? Oh, wir sind schon locker seit 2 Stunden. Okay, gut, dann würde ich mal sagen. Warum habe ich hier. Okay. Wir sind schon locker über 2 Stunden. Ja, gut, okay, dann würde ich mal sagen, gucke ich mal einfach im Internet nach, wie ich da weiterkomme. Und dann machen wir nächstes Mal weiter, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. War lustig. Bye, Larry. Bis jetzt. Und es bockt auf jeden Fall das Game. Ich habe Bock auf das weiter zu spielen. Auf jeden Fall, was noch passiert. Will man ja wissen, ne? Haut rein und bis nächstes Mal. Ciao!